Heute geht es um Meritokratie im Wissenschaftskontext und den Anspruch auf Exzellenz in Verbindung mit Gleichstellung und Chancengerechtigkeit. Hier sind Expertinnen, die wir eingeladen haben, mit denen wir darüber sprechen möchten, wie wir Chancengerechtigkeit in die Breite der Hochschule einbringen können. Und gleichzeitig sind wir aber vor Ort mit vielen AkteurInnen aus der Hochschule, die selber ihre Projekte und Programme vorstellen möchten. Warum das Thema jetzt auf der Tagesordnung ist, ist für mich deshalb so wichtig, weil wir mit der Gleichstellung eine Querschnittsaufgabe haben, die wir in alle anderen Themen tatsächlich integrieren möchten. Das heutige Thema ist deswegen besonders wichtig für die RWTH Aachen, weil es dafür sensibilisiert, dass wissenschaftliche Auswahl- und Selektionsverfahren eben nicht geschlechtsneutral sind und sich immer noch benachteiligend auf die wissenschaftliche Karriere von Frauen auswirken, was dazu führt, dass Frauen die Wissenschaft auch immer noch häufiger verlassen als ihre männlichen Kollegen. Und das ist nicht nur ungerecht, sondern der Wissenschaft geht dadurch eben auch viel Potenzial verloren. Man muss zum einen originelle Maßnahmen für die weitere Förderung dieser Gruppen sich überlegen, die über den Standard hinausgehen, und man muss es auch glaubwürdig vertreten. Wir sind aufgefordert und verpflichtet, uns mit diesem Thema intensiv weiter zu beschäftigen und damit die Universität zukunftsfähig zu machen. Ich habe heute schon auch gelernt, dass Diversität nicht nur so ein formal-statistische Aufgabe ist, sondern dass es darum geht, das inhaltlich auch mit Leben zu füllen. Und ich nehme vor allen Dingen mit, dass wir in der Hochschule, aber auch jeder und jede einzelne Person noch einiges an Hausaufgaben zu tun hat, um Diversität und Exzellenz wirklich Realität werden zu lassen.